Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Asphalt Massacre 3 Box von Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Asphalt Massacre 3 von Farid Bang. Was gleich mal sofort auffällt, ist, dass hier auf der Box, das habe ich so in der Form noch nicht gesehen, ein Heft bzw. ein Comic angebracht ist. Der wurde hier links und rechts mit diesen kleinen Stickern oder mit diesen kleinen Hilfen hier angebracht. Wir werden die gleich mal entfernen, damit wir die Box auch wirklich mal ansehen können. So, Sticker mache ich gleich mal, runter. So. So sieht die Box dann aus. Asphalt Massacre 3 Farid Bang. Also, das ist hier mehr oder weniger schwarz auf schwarz, aber matt schwarz und die Schrift ist hier so eingeprägt und die ist wirklich glänzend schwarz. Und dann hier noch dieser Dreier. Und wir sehen auch hier wieder einen FSK 16 Aufkleber, der uns verrät, dass wir in dieser Box auch eine DVD bzw. Filmmaterial vorfinden werden. Gefällt mir vom Design richtig gut, also ist auch stimmig. Asphalt Massacre 3, hier dann diese Messer, diese Schwerter. Sieht vom Design echt, echt gut und auch düster aus. Auf der Seite Banger Musik präsentiert, Farid Bang. Rechts glatt, unten glatt und auch oben glatt. Rückseite ebenfalls bis auf Credits und Barcode. Von der Aufmachung muss ich sagen, ich werde mal ganz kurz diesen hässlichen Sticker hier wegmachen. Gott sei Dank ist es nur ein Sticker und nicht aufgedruckt. So, sieht das Ganze doch gleich besser aus. Von der Box an sich muss ich sagen, ist es so eine klassische Farid-Box, nenne ich es mal. Also wir haben hier an der Seite den Verschluss, den Magnetverschluss. Und hier lässt sich das Ganze dann wunderbar öffnen. Alles klar. Wir haben hier einmal einen Infozettel über die FSK-Einstufung. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir einen Infoflyer, eine Karte zur Asphalt Massacre 3 Tour. Einen Sticker. Ein Poster. Ein T-Shirt und das Album an sich, sonst hier nichts drin. Wie gesagt, diesen Comic hatten wir ja auch noch dabei. Und jetzt ganz kurz zur Box. Also dieses unterteilt in mehr oder weniger zwei Abschnitte. Wir haben hier links auf der Seite glatt diese Einrahmung, das heißt hier ist der Platz für T-Shirt etc. Und hier ist alles mit Schaumstoff ausgekleidet, bedeutet hier findet das Album Platz. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus, ein ordentliches Digipack, also das ist echt, echt dick. Farid Bang, Asphalt Massacre 3 und hier sehen wir Farid auf der Straße sitzen mit diesem Dolch, mit diesem Messer, Jordans und Lederjacke. Erinnert eben sehr stark oder ist meiner Meinung nach sehr stark angelehnt an den ersten Teil, weil im ersten Teil saß Farid ja auch genau so auf der Straße mit dem Messer damals und mit diesem Jeanshemd. Also zurück zum Ursprung, sage ich mal. Hier nochmal das Asphalt Massacre 3 Logo. Und dann haben wir hier einmal das Album an sich, schwarz-rot, gefällt mir richtig gut, wenn die CDs nicht immer so klassik und Standard sind, sondern auch mal eingefärbt. Dann haben wir hier die Instrumental-CD, sieht so aus, ebenfalls schwarz.
Und dann haben wir hier einmal das Booklet. Hier nochmal das Cover zu sehen. Die einzelnen Tracks aufgelistet mit den Infos dazu. Weitere Aufnahmen von Farid hier gerade in seinem Mercedes G-Klasse Mansory. Weitere Porträtaufnahmen und weitere Tracks aufgelistet. Ein Panzer. Farid mit einem Raketenwerfer. Weitere Tracks und hier die Info über die DVD. DVD 1, Banger Musik Tour. DVD 2, die Akte Bang. Hier nochmal Farid mit Basie. Und die Credits zum Album. Was steht hier unten? Banger. Okay. Gut, Booklet zurück. Und dann haben wir, wie bereits gelesen, zwei DVDs, denen wir auch den FSK 16 Sticker zu verdanken haben. DVD 1 in Rot bzw. Orange-Rot. Richtig, richtig geil gemacht. Und DVD 2, die Akte Bang. Sieht so aus. Also das hat schon was, muss ich ehrlich sagen. Die zwei Tonträger in Schwarz und die DVD in Rot. Gefällt mir echt, echt gut. Und ist auch sehr stimmig gestaltet mit dem restlichen Artwork des Albums, weil Schwarz-Rot ja die Hauptfarben sind. Dann haben wir diesen Comic. Hinten eben Werbung für die Asphalt Massacre 3 Tour. Ist ein relativ dickes Heftchen. Banger Mag Nummer 1 und alle anderen sind die anderen, lesen wir hier. Banger Musik, Farid Casey, Summer, Majo, Jasko, die Label Story, Ralle und Mo, also das ist ja das Management von Banger Musik, also die Leute im Hintergrund. Dann hier noch weitere Funktionäre oder Menschen aufgelistet, die hier wahrscheinlich vorgestellt werden oder ebenfalls Platz finden in diesem Magazin. Und es erinnert sehr stark vom Design her an so ein Backspin-Magazin. Man hat einfach hier die Cover-Story und hier wird eben angesprochen, aufgelistet, was in dem Heft oder in dem Buch zu sehen ist. Und ich werde das jetzt nicht Seite für Seite durchgehen, aber wir sehen schon, es ist sehr viel Inhalt, es ist natürlich auch ein bisschen Werbung darin, aber sehr viel Hintergrundberichte, Stories über die einzelnen Member von Banger Musik, dann hier der Comic, weitere Hintergrundinfos. Es gibt drei Arten von Menschen auf der Welt: die, die nicht wissen, was los ist, die, die sich wundern, was los ist, und Leute wie wir, die dafür sorgen, dass was los ist. Ja, finde ich eine gute Idee. Hat es in der Form auch noch nicht oft gegeben und gerade für die wirklich eingefleischten Fans wahrscheinlich interessant, das durchzublättern und da vielleicht noch die ein oder andere Info zu bekommen, die man bis jetzt noch nicht hatte. Was mir jetzt nur noch abgeht bei der CD, bei dem Album, dass wir vielleicht noch einmal kurz die Tracklist ansehen, weil die ist leider nicht aufgelistet gewesen. Jetzt schauen wir mal kurz im Booklet. So, denn wir haben diverse Tracks und meine Lieblingstracks auf dem Album sind einmal Track Nummer 2, Wachstumshormone, und Track Nummer 3, Tag der Abrechnung, gleich hintereinander. Ansonsten, also speziell auch die Beats bei den beiden Tracks, mächtig. Ja, also das sind auf jeden Fall die zwei Tracks, die bei mir hängen geblieben sind, Nummer 2 und Nummer 3. Okay. Dann haben wir einen Sticker im Hochformat Asphalt Massaker 3. Leider nur ein Sticker, aber ja. Dann das Poster.
So, das Poster ist doppelseitig bedruckt. Wir haben einmal auf dieser Seite Farid mit einer Schrotflinte und hier seinem Benz Mansori Nummernschild Düsseldorf BM. Ja, Benz Mansori, nein, steht natürlich für Banger Musik. Und auf der anderen Seite das Cover des Albums, allerdings ohne Schriftzug und sonstige Logos, sondern wirklich einfach nur schlicht die Fotografie von Farid hier am Straßenrand. Dann haben wir dieses Kärtchen, diese Karte zur Tour und zu Banger Musik Merchandise. Zähle ich jetzt nicht wirklich als Boxinhalt, ist einfach nur Werbung oder Flyer. Und dann haben wir hier das T-Shirt. Auch hier wieder das Logo AM Asphalt Massaker 3. Das Ganze komplett in Schwarz gehalten, bis auf das Logo weiß-rot. Neckprint haben wir keinen, auch auf den Ärmeln nicht. Und hier wurde das Zettelchen entfernt. Also man sieht hier sogar noch ein paar verbliebene Fransen. Kann ich euch leider nicht sagen, was das genau für ein Shirt ist. Denn auch hier, nein, auch hier kein Hinweis darauf. Wir schauen uns das mal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier quer über den Bauch bzw. Brustbereich Asphalt Massaker 3. Hier mit dem roten Dreier. So sieht das Ganze dann aus. Und ist auf jeden Fall ein krasses Motiv. Gerade hier mit diesen zwei Schwertern und dem Dreier. Wirkt echt heftig, so ein bisschen 300 oder... Ist auf jeden Fall sehr, sehr aggressiv und sehr martialisch vom Design her. Und wie immer fassen wir zum Ende zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses T-Shirt, eben gezeigt, in Größe ja, L wird das sein. Dann dieses Poster, beidseitig bedruckt, im Querformat. Dieser Logo-Sticker. Das Album an sich im umfangreichen Digipack. Das Album, die Instrumentals und die zwei Bonus-DVDs. Und dieser Banger Musik, ja, Comic bzw. dieses Heftchen und dann diese Tourkarte. Das alles in dieser wunderbaren Box Asphalt Massaker 3 von Farid Bang. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Farid Bang unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.